Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Diamant. Hier stehen wir genau am Gipfel des Kraterbergs, kurz vor der Speersäule. Kurz vor Cyrus' unbarmherzigen Plänen eines neuen Universums. Lasst uns beginnen. Jetzt wird's krass. Speersäule. Oha! Dieses Plateau ist übrigens relativ wichtig. Dazu kommen wir dann aber ein andermal. Der Gipfel von Sinnoh. Sinnohs höchster Punkt. Die alte Speersäule. Ich liebe diese Musik hier. Etwas Gewaltiges steht unmittelbar bevor. Vielleicht, glaube ich. Stimmt's? Komm uns nicht in die Quere. Natürlich wirst du es trotzdem tun, nicht wahr? Also müssen wir beide dich vorher besiegen. Versucht's doch. Ihr werdet es nicht schaffen. Nein, das werdet ihr nicht. So, Pudox und Skookapoo. Natürlich wieder zwei Pokémon, die wir kennen. Ist ja nichts Neues. Wie setzen die irgendwas Neues an? Okay. Ich muss hier gerade fünfmal drauf gucken, dass auch wirklich die Aufnahme läuft, weil das hier gerade ein wirklich wichtiger Moment ist. Sicher ist sicher, ne? Tausendmal drauf zu schauen, bevor irgendwas nicht stimmt. Achso, nee, das mache ich nicht nochmal. Skookapoo, Cascados und Razor Blablabla. So machen wir das. So machen wir das jetzt. Oh, mein Kopf juckt unter der Kappe. Moment, so. Schön. So, weiter geht's. Was habe ich verpasst? Nichts. Cool. Mitten in der Attackment. Es dauert also so lange, da kannst du den Kaffee machen, ey. Mhm. Also, das geht immer noch durch. So. Trifft, glaube ich, beide. Oder? Sehr effektiv, Silberhauch. Oh. Trifft nicht beide, okay. Naja, machen wir mal so. Machen wir so. Ja. Ist halt keine starke Attacke, aber es reicht schon. Und wie das reicht, Alter. Was ist los hier? Sehr gut. Ab dafür. Und da ist die Metallklaue. Step-Bonus. Weil wir Typ Star sind. Scheiße. Wirbelwind, ernsthaft? Ja, dann halt nochmal. Und hier, scheißegal. Rasierblatt. Ich mag die Rasierblatt-Animation immer noch sehr. Das war klar. Das ist auch egal, weil hier kommt noch die Metallklaue. So. Wieder sind Pudox. Der hat immer noch eins, wa? Das Ding ist, es ist halt egal, ne? Es ist halt Zeitschindung hier, dass ich gegen die kämpfen muss. Damit Cyrus weiterhin seinen Plan hier ausüben kann, das ist voll kacke, das ist doch alles geplant von dem Fuzzi, scheiße, verdammte Axt. Aber was sollen wir tun, ne? So, jetzt hier auch nochmal, ja, nee, weiße Kaskade, zack, und dann einfach mal, ja, was anderes, bleibt uns nichts anderes übrig. Tiefschlag. Mhm. Okay. Los, Sympoleon, haus weg mit einer Kaskade. Kinnhaken, wie ist das? Okay, das war's. Hat sich ausgeglibunkelt.
Level 47. Perfekt. Kann ich gebrauchen? So, das war's mit euch beiden. Der stärkste aller Rüpel. Das war ich mal. Na, ja, ich hab mich von dem kleinen Kind besiegen lassen. Ja, man kennt die alte Leier. Mann, war das hier jämmerlich. Wir lassen dich jetzt durch. Dann können unsere Bosse dich fertig machen. Scheiße, das war's halt noch nicht. Ey, was geht hier ab? Ach, scheiße. Oh, shit. Jetzt wird alles enden und alles wird beginnen. Mit dieser roten Kette öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Dialga, das mythische Pokémon, Meister der Zeit. Die Vernichtung allen Seins steht bevor. Wenn alles vergangen ist, wird es keine Kriege und keinen Streit mehr geben. Fühlt ihr, wie sich die Zeit verzerrt? Nur ich kann es jetzt noch aufhalten. Das ist das mythische Pokémon, das Sinnoh erschaffen hat. Dialga, das Pokémon der Zeit. Das ist so episch. Das ist so episch. Ich mach mal wieder ein bisschen leiser. Diese Welt kann nicht mehr umgeformt werden in das, was ich will. Eine neue Welt zu erschaffen ist viel leichter, als die alte zu verändern. Eine neue Welt, in der ich alleiniger Herrscher bin. Ich werde eine Gottheit! Oh mein Gott, was hast du getan? Was hast du vor, du Verrückter? Dialga. Gott der Zeit. Das ist halt so episch. Gerade auch diese Kamera, diese Cutscenes gerade über Sinnoh hinweg. Das ist eine so verdammt epische Stelle. Und Fun Fact, es gab mal irgendwie einen Kamera-Cheat, wo du die Kamera dann eben per Cheat-Modul so überall umändern konntest, dass es so diese 3D-Ansicht hatte. Ich finde diesen Cheat nur nicht mehr. Es gab aber mal so einen, den habe ich mal genutzt gehabt. Das war voll interessant. Gut, aber weiter geht's jetzt hier. Es ist verdammt episch. Cyrus hat einfach mal einen Gott beschworen. Okay, pass auf. Wir müssen ihn aufhalten. Nur keine Eile. Ich verstehe, dass du unseren Boss herausfordern willst, aber erstmal musst du an mir vorbei. Immerhin hast du mich schon einige Male ziemlich bloßgestellt. Und ich bin die Nächste. Egal wie zäh du bist, diesmal ziehe ich die Sandhandschuhe aus. Lucky. Augenblick mal. Ohne mich findet hier keine Party statt, klar? Ne. Ist das nicht der Kleine, der noch am See der Stärke weinend weggerannt ist? Na, inzwischen stärker geworden. Wir schlagen euch 2 gegen 2. Los geht's! Da kommt Lucky einfach aus dem Nichts, man kennt's. Ja, alles klar. Commander Mars und Commander Jupiter möchten kämpfen. 6 Pokémon! Na, das wird ein Kampf, Leute. Ab dafür. Ach, wir müssen sie so schnell wie möglich besiegen. Cyrus hat irgendeine kranke Scheiße vor. Wenn wir uns da nicht beeilen... Oh, Mampfaxo. Oh, lustig. Da, 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 da. Epischer Auftritt, Dialgas. Ich bin echt gespannt. Ach, drauf gekackt. Wie es in den Remakes aussieht.
ob die Alga in der Hinsicht vielleicht auch eine neue, wahre Gottheitsform bekommt, wie es auch in Alpha Saphir Omega Rubin der Fall gewesen ist, ne, mit den Protomorphosen, oder? Oder wie hieß das? Ne, mit Krudon und Kaiokas wahren Formen. Mal sehen. Auch anhand der Mega-Entwicklungen und so. Protomorphose, ne, hieß es doch. Ich bin gespannt. Oder ob das einfach wirklich nur legit so normale Auftritte von Dialga Palkia sind. Es gibt ja noch Adamant Orb und Leuchtperle oder so ein Scheiß, was ja irgendwie die Attacken versteckt hat von Dialga Palkia oder so ein Käse. Vielleicht macht man mit diesen Items ja dann auch noch was zusätzlich, indem man sie dann dadurch verstärkt. Wäre ja ganz cool. Wir werden sehen. Da bin ich wirklich extrem gespannt, wie das Event stattfinden wird in den Remakes. Ja. Wäre geil, wenn sie das da auch irgendwie erweitern. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Das wird spannend. Aber auch das hier alleine schon in Diamant und Perl ist wirklich episch. Und in Platin ist es noch epischer umgesetzt. Ja. Weil da dann einfach auch nochmal Auftritt Giratinas stattfindet. Alter! So unglaublich geil episch. Mm. Ja. Oh doch, ich möchte so sehen, wie das im Remake dann alles aussieht. Alter. Oh, das wird bestimmt super geil. Ich meine, hier damals auf dem DS war das wirklich auch schon episch. Muss man wirklich immer sagen, oder? Mega gut. Bin echt gespannt. So, aber jetzt sind wir erstmal hier. Wir müssen jetzt erstmal hier Cyrus aufhalten. So, und deswegen hat Cyrus übrigens die rote Kette geschmiedet, um Dialga im Zaum zu halten, um seine Kraft zu nutzen. War im Anime genauso. So, warte. Heilige Fresse, wie machen wir das denn jetzt? Hypnose, sagst du? Ja, nein. Ja, alles auf meinem Faxo, mach das einfach nur ruhig. Hummer, Alter, was sind die übrigens für Level, oder? Die sind jetzt auf unserem Stand. Zum Glück habe ich alles auf 45 hochgehievt. So sind wir nicht OP, aber wir sind... Immerhin. Wir müssen uns jetzt anstrengen. Scaraborn. Gute Pokis, Lucky. Gute Pokis. So, pass auf. Ah, es hat hier nicht wirklich viel Sinn, hier irgendwas zu machen gerade. Ah, ich mach mal so, ne? Okay. Nahkampf, bester Mann. Gute Attacke. Hätte ich auch gerne im Team, so eine Attacke. Das geht halt im Moment alles nicht, weil... LVMs! Die können wir bald verlernen, ich freue mich schon drauf. Wir müssen nur noch durch die Siegesstraße. Und dann brauchen wir die ganzen VMs nicht mehr. Dann machen wir einen VM-Sklaven und dann fertig. So ein Bidiza oder irgendein Kack. Und fertig. So, was ist das denn? Aua. Hä? Was soll denn die Scheiße jetzt? Meine Fresse. Halt, dass Impulion auch keine Eisattacken kann, geht mir auch ziemlich auf den Zahn. Barmelin. Lucky, Pokémon kann man auch weiterentwickeln, oder? Weißt du schon, ne? Ich meine, ne? Surfer. Oh nein. Dies ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv an der Stelle, gell? Eisenschweif geht natürlich daneben. Das wird ein bisschen anstrengend jetzt. Ein Volltreffer. Na, fantastisch. Bis Lucky seine Pokémon ausgehen. Das ist toll. Ich bin verwirrt. Das ist auch ganz toll. Oh ja, sehr gut. Oh, zum Glück. Okay. Okay. Aha. Ich hasse Citrubeeren. Oh ja, Reflektor war aktiv. Ponita, warum kein Galoppa? Was ist denn? Aber das Team ist trotzdem cool. Wo hast du einen Ponita her? Lustig. Das trifft auch beide. Ponita. Okay. Ein Volltreffer, lol.
Polion, setz den Surfer ein! Okay, dann doch nicht. Wie sie alle auf Lucky gehen, überwiegend so. Ja, okay, das war Ponita. Der verliert gerade sein ganzes Team. Ich muss da gleich alles alleine reißen, Mann. Ist ja immer noch verwirrt, scheiße. Jawoll. Okay, seid ihr dann jetzt tot, weil... Tot? Perfekt. Muss echt alles alleine machen, wa? Hat Lucky überhaupt schon mal was einsetzen können? Ich kann mich nicht erinnern. So, oh geil. Was noch? Staraptor. Oh ja, schön, ja, Standard, ja, Nur noch ein Golbat. Ich hab legit alles alleine machen müssen, oder? So gut wie. Oh ja, Bedroher, sehr schön. Okay, pass auf, ich hab fast keine Attacken mehr. Machen wir mal. Bodycheck. Ja, check mal sein Body ab. Das ist hervorragend, weil dann kann meine Metallklaue noch rein. Dankeschön. Wenn ich nicht mehr verwirrt bin. Das ist noch so eine Sache. Nevermind. Okay, das war's dann. Wir haben's geschafft. Cool. Volltreffer sogar. Schön. Cool. Ah ja. Oh. Was wollt ihr tun? Oh weia, ich hätte das Kämpfen lieber selbst übernehmen sollen. Hä? Du bist stark geworden, trotzdem hast du gegen den Boss keine Chance. Glaubst du, ich habe ihn schon mal besiegt. So, jetzt pass auf. Hey, meine Pokémon sind zäh, stimmt's? Ja. Bin sogar noch zäher. Aber ich fürchte, das war's für uns. Es gibt kein Zurück mehr. Lucia, ich helfe dir. Oh, danke schön, beste Mann. Ja, Pokémon geheilt. Lucky halte alle Pokémon von Lucia vollständig. Hey, Lucia, es ist soweit. Es liegt in deiner Hand. Heilige Scheiße. In meiner Hand? Ganz allein? Guck mal, da hinten liegt ein Item. Oh Gott. Alter. Das sieht halt so geil aus. Das ist ein so geil... Das, Alter. Auf dem DS. Das sieht so gut aus. Das ist so episch. Oh. Dialga, das ist fantastisch, überwältigend, die Erschaffung einer neuen Galaxie, meine neue Welt. Tja. Was? Ganz genau. Erinnert ihr euch an die Wandmalerei in Elysée? Tja. Sie sind dafür da, das Gleichgewicht zu halten. Das sind die einzigen, die Dialga und Palkia aufhalten können. Hallo, Vespri. Wiedersehen. Die rote Kette! Sie hat sich in nichts aufgelöst! Wie konnte das passieren? Wieso erscheint Vespri, das Pokémon vom See der Wahrheit, neben dir? Egal, völlig egal. Es ist alles zu spät. Meine Galaxie ist zerstört. Das lasse ich nicht zu! Ich werde die drei wieder einfangen und eine neue rote Kette schmieden. Und vorher werde ich dich zerschmettern! Komm doch. Cyrus. Komm her. Ich werde das nicht zulassen. Und ich werde dich vernichten. Hör auf, legendäre Pokémon für deine bescheuerten Pläne auszunutzen! So, was haben wir denn, Kramchef? Ich wollte es epischer sagen, aber Vokabular nicht mächtig genug. Los, Pachi! Finsteraura. Na, das passt ja. Okay. Ei, caramba. Ladestrahl. Komm schon, Pachi. Zeig's ihm! Ja.
Aha. Mhm. Okay, das war doch schon mal ganz gut, Patschi. Ich zähle auf dich, Patschi. Das tut weh, Patschi. Setze ich jetzt noch eine Attacke ein, dann bin ich tot. Ich bin jetzt schon tot. Setze ich jetzt eine Attacke ein, treffe ich es und ziehe ihm über die Hälfte ab. Dann ist er dran und besiegt mich. Mache ich jetzt ein Item rein, verliere ich nochmal eine Runde. Das hat keinen Sinn, Patschi. Patschi, es hat einfach keinen Sinn. Ich danke dir. Aber ich muss fast darauf spielen. Na gut, Moment. Patschi, folgendes. Hypertrank. Das wird schon schief gehen. Okay. Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Wir haben jetzt eine Runde verloren. Itemsperre. Aha! Aha! Okay, Ladestrahl. Ja. Ja, sehr gut gemacht, Patschi. Ja. Spezialangriff steigt. Hervorragend. Ei, boah, Schnabel tut ein bisschen weh, glaube ich. Patschi, das hältst du aus, ja? Das ist nicht so viel. Genau, sehr gut. Das ist nämlich dieses effektiv. Perfekt. Jetzt setzen wir nochmal den Ladestrahl ein, weil wir es können. Supertrank. Ist ja super. Als hätte ich es gewusst. So, das müsste ausreichend sein, oder? Patschi, los geht's. Ladestrahl. Gib alles. Oh. Enge Kiste. Na gut, Schockwelle. Wir sind direkt nochmal dran. Hervorragend. Wurde die Spezialangriff gerade nicht gesteigt? Gestiegen? Gesteigert? Deutsch. Egal, Kampfschiff, das war's. Ein Volltreffer, perfekt. Sehr gut gemacht, Patschi. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Was als nächstes? Garados! Patschi, das kriegst du auch noch hin! Okay, okay. Direkt Schockwelle, los geht's! Ja. Komm schon. Mit dem gesteigerten Spezialangriff kriegen wir das doch hin! Das ist doch Vierfachschwäche! Aber sehr gut gemacht, Patschi. Sehr, sehr gut. Oh, Eiszahn. Alter, der Kampf. Diese Kampfmelodie ist so gut. Patschi, halte durch. Kann wieder Items einsetzen. Hervorragend. Setz Ladestrahl ein. Los. Das war's mit Garados. Hervorragend, Patschi. Voll gut. Echt gut. Patschi hat's voll drauf. Patschi gibt echt alles. Snibunna? Okay, pass auf. Patschi? Ich zähle auf dich. Du schaffst das. Patschi? Superzahn! Ich wusste es. Ja, Snibunna ist schneller gewesen. Das wusste ich. Ich habe darauf gehofft, dass es geht. Naja, gut gemacht, Patschi. Komm zurück. Hervorragende Leistung. Shelterra, du bist dran. Los! Ja. Okay, zeigen wir ihm, aus was für einem Holz wir geschnitzt sind. Erdbeben! Oh, Durchbruch. Mann, ist Nibunna schnell. Das schaffst du schon. Okay, und jetzt Erdbeben. Jagen wir es in der ewigen Jagdgründe. Ja. Okay. Das ist effektiv. Das ist effektiv genug. Oh, es heilt sich. Okay. Okay, eine Zitrobeere. Okay, pass auf. Zertrümmerer, Shelterra, los! Vorsicht! Ah, das steckst du locker weg, oder? Zertrümmerer, los! Es ist sehr effektiv, aber reicht es aus? Ja, sehr gut gemacht. Perfekt. Okay, du hast dir eine Pause verdient.
Oh, X-Bot, sagst du? Okay, komm zurück, Chelterra, gut gemacht. Galagladi, du bist dran, los! Das ist sein letztes Pokémon, wir schaffen das! Okay, bist du bereit? Ich gebe zu, dass du mich an meine Grenzen gebracht hast. Na, ich hoffe doch! Schwertanz, Galagladi, los! Oh oh! Das tut weh! Ich weiß, dass das nicht so schlau war, Galagladi einzusetzen. Das ist doch egal, machen wir es spannend. Okay. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage. Schaffst du das, Galagladi? Bist du schneller als X-Bud? Wahrscheinlich nicht. Psychoklinge. Konfu-Strahl? Galagladi, das steckst du weg, komm schon. Ich glaub an dich. Setz die Psychoklinge ein. Komm schon. Komm schon. Ja! Sehr gut! Komm schon. Komm schon. Yes! Gut gemacht, Galagladi! Hervorragend! Ich hab gewusst, du schaffst das! Haha! Hervorragend! Tja, Cyrus! Dein Plan ist vereitelt. Ich kann das nicht akzeptieren! Die in der Mythologie! Kraft! Ich hab sie nicht nur gesteuert, ich hab sie mir zu eigen gemacht! Kraft, irgendwas. Was ist für dich das Ultimative? Was bedeutet für dich Perfektion? Das Wichtigste. Das, was am hellsten strahlt. Es ist nutzlos, dich zu fragen, aber ich werde nicht aufgeben. Eines Tages werde ich eine Gottheit sein. Und das Ultimative wird mein sein. Tja. Lucius, Eibel, Moinsen. Die Jäger, der Meister der Zeit. Niemand weiß, ob es wütend oder traurig ist, aber mir scheint, dass die Jäger auf dich wartet, Lucia. Es will dich zu einer Prüfung herausfordern. Geh schon, Lucia. Stelle dich die Jäger. Lausche seinem Herzen, begreife seine Gedanken. Die Jäger ist außer Kontrolle, weil die rote Kette es beherrschte und ihm Leid zufügte. Die Jäger hat die Hoffnung, dass du es aufhalten kannst. Lucia, neulich bin ich Lucky begegnet. Er sagte, dass er an dich glaubt, Lucia. Wenn jemand diese Aufgabe bewältigen kann, dann du. Und er hat recht. Du musst diesem Pokémon helfen. Es leidet unter dem, was Team Galactic ihm angetan hat. Okay. Wir werden es retten. Aber in der nächsten Folge. Das war doch schon mal sehr episch heute. Eine sehr epische Folge. Epische Ereignisse. Team Galactic ist fürs Erste vertrieben. In der nächsten Folge stellen wir uns dem Meister der Zeit, Dialga. Verpasst also nicht die nächste Episode, morgen um 14 Uhr, der Kampf gegen die Jäger. Bis dann, danke, tschüss, euer Gecko.